Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Klein von Klein Marketing Consulting und in diesem Video werden wir uns mal ganz kurz anschauen, was gibt es denn für realistische und wirklich in der Praxis funktionable Einstiegsangebote, denn häufig sehe ich, also ich sehe fast immer, dass Softwareentwickler sehr, sehr gute Ingenieure und wirklich Leute, die viel auf dem Kasten haben, ja, sich unheimlich schwer tun, Neukunden selbst zu finden, zu identifizieren und diese dann letztendlich auch onzuboarden, also sprich zu tatsächlich zahlenden und fortlaufend zahlenden Kunden zu machen, die dann auch sehr zufrieden sind, sodass eine Win-Win-Situation entsteht. Ja, wir wollen natürlich hier nicht irgendwie einfach nur Geld verdienen und Kunden gewinnen, aufgrund des Kundengewinnens Spaßes und des Spaßes und der Freude am Geld verdienen, sondern es soll ein ethisch korrektes Verhältnis sein zwischen Kunde und Dienstleister. Ja, und hier gibt es eben diese eine wirklich sehr gut funktionierende Methode, nämlich das Angebot eines Workshops. Und Workshop ist natürlich ein sehr allgemeiner, ja, aus dem anglophonen Bereich, also aus dem Englischen stammender Begriff, der alles Mögliche bedeuten kann. Und deswegen hier dieses Video, um das mal ein bisschen zu identifizieren. Es gibt generell drei Methoden, ja, eines Workshops, das du anbieten kannst, und alle drei Methoden können funktionieren. Ich tendiere dir mehr in die Richtung, und ich spreche wirklich aus der Praxis von zig Jahren Erfahrung, zu einer dieser Methoden etwas mehr wie die anderen beiden Methoden, und welche das ist, bleibt dran, werden wir gleich erfahren gemeinsam, hier ausarbeiten. Ich möchte auch noch kurz dazu sagen, dass ich hier nur gelegentlich hier auf YouTube oder auf Facebook oder LinkedIn, wo ich diese Videos verbreite, nur an der Oberfläche ankratzen kann bei diesen Themen. Wenn du mehr erfahren möchtest, hol dir einen individuellen Erstgespräch kostenfrei bei mir. Na? Muss aber auch gleich dazu sagen, wenn ich vorweg, du kriegst von mir eine Checkliste, wenn ich vorweg entdecke oder das Gefühl habe, du hast nicht wirklich Interesse an einer Zusammenarbeit mit mir, dann werde ich auch diesen Erstgespräch wahrscheinlich absagen müssen. Ja? Also bewirb dich bei mir nur wirklich, wenn du auch Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, denn kostenfreien Content kriegst du bei mir auf YouTube, LinkedIn und Facebook genug. Ja? Okay, also dieses Erstgespräch, nochmal zur Erinnerung, ist auch kostenlos, aber nur für diejenigen, die auch wirklich auch Budget haben und auch wirklich Interesse, mit mir dann auch wirklich langfristig zusammenzuarbeiten. Ja? Okay, hier diese drei Punkte. Ich sage das deswegen, weil ich habe für alle anderen Termine keine Zeit. Ja. Hier Workshop-Prinzip. Der erste Typus Workshop ist der bezahlte Workshop, also ganz normal. Ja. Ich bin ein hyper gefragter Experte, also ich habe Stundensätze von 100 Euro und mehr. Ja. Und wenn ich einen Workshop mache, der 4 Stunden dauert, 8 Stunden, 2 Tage, 3 Tage, ja, dann kriege ich dafür Geld. Also das ist das Normalste auf der ganzen Welt. Okay? Also einfach ein ganz stinknormaler bezahlter Workshop. Ja? Und Kunden oder die dich anfragen oder Interessenten, die das nicht bezahlen wollen, das sind sowieso von vornherein die falschen Kunden. Ja? Muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt dann aber natürlich auch die Variante, unbezahlte Workshops anzubieten. Und das ist in der Regel für High-Level oder High-End oder Enterprise, die Enterprise-Welt, also das Enterprise-Geschäft oder wie sagt man das sagen, also Enterprise, B2B, ja, wie auch immer man das nennen mag. Und letztendlich der Hintergrund ist, da geht es um größere Projekte, die in der Regel nie weniger sind wie 6-stellig, eher 7-stellig, und du weißt, was 7-stellig ist, also das sind Millionenbeträge. Und dass man hier so einen ersten paar Workshops eventuell kostenlos macht, also faktisch tatsächlich kostenlos, ist häufig eine Praxis von vielen Dienstleistern. Ich kann aber dir aus Erfahrung sagen, und ich spreche wirklich aus Erfahrung, mit langjähriger Zusammenarbeit von Dienstleistern im Bereich SAP, SAP CX, E-Shop-Entwicklung und Salesforce, CRM, ERP-Einführungen und so weiter, wo es wirklich um 6- und 7-stellige Summen geht, wo man hier sich entschlossen hatte, unbezahlte Workshops anzubieten, also nicht nur kurze Erstgespräche von einer halben Stunde oder einer Stunde, sondern wirklich tatsächlich mehrere Stunden oder sogar Tage und sogar mit mehreren Leuten. Also es ist dann meistens so, dass dann da vor Ort bei diesen Workshops teilweise 2, 3, 4, 5 oder vielleicht sogar noch mehr Consultants und Vertriebler und Account Manager und alles Mögliche hier Opportunitätskosten, wichtiges Wort, rein investieren, ja, die Opportunitätskosten, nicht dieser angestellten Entwickler und Consultants, sondern des Geschäftsführers, mit dem ich wiederum zusammenarbeite, der mich bezahlt als externen Experten für Marketing und Vertrieb in der IT-Branche, hier gerne auch einen Termin suchen, damit wir uns besser kennenlernen können. Und das ist dann häufig so, dass man dann irgendwie so einen unbezahlten Workshop rein investiert, mehrere tausend Euro, viele tausend Euro teilweise, vielleicht sogar bis zu 20.000 Euro und dann am Ende den Auftrag nicht bekommt aus unterschiedlichsten Gründen, ja, weil wir eben hier in einer Enterprise-Welt, in einer komplexen Welt leben, wo es teilweise Dutzende von Stakeholdern gibt, die alle irgendwas zu sagen haben, ja, und deswegen würde ich sogar das Ganze umdrehen. Ich würde sogar sagen, desto größer das Geschäft, desto komplexer sind die Entscheiderwege und Entscheiderstrukturen, desto früher würde ich Workshops anbieten, die bezahlt sind. Ja? Denn wenn mein Interessent oder mein potenzieller Neukunde für ein Neukundengeschäft, das mehrere hunderttausend Euro Volumen hat oder Millionen Euro vom Volumen, nicht mal in der Lage ist, für einen popligen Workshop, sage ich es jetzt mal so, ein paar tausend Euro auszugeben, sodass ich wenigstens meine Kosten, meine Opportunitätskosten, meine Consultants, die dann da vor Ort sind oder im Teams-Call, was auch immer, decken kann, dann muss ich mich fragen, okay, ist das überhaupt ein Kunde, den ich gewinnen will? Ja? Hier die dritte und meine präferierte Variante ist, dass, wie ich es eben gerade gesagt habe, grundsätzlich jede Form von Workshop, natürlich kurze Erstgespräche, halbe Stunde und so, sind natürlich kostenfrei. Kannst du auch bei mir gerne einen buchen, ja, hier unten irgendwo ist der Link. Aber grundsätzlich jede Form eines längeren Workshops, also wenn du jetzt sagen würdest, ja, okay Thomas, ich buche bei dir 20 Minuten Erstgespräch, unverbindlich, kostenlos, okay. Aber selbst hier sage ich, bitte nur wirklich bei mir buchen, wenn du die Absicht hast, mit mir langfristig zusammenzuarbeiten. Ich biete das an, ja, aufgrund des Kontinuitätsprinzips. Also eigentlich müsste ich sagen, okay, ich biete diese Erstgespräche für 20, 30 Minuten kostenlos gar nicht mehr an. Das müsste ich eigentlich konsequent sagen, weil ich einfach keine Zeit mehr dafür habe oder ich müsste es delegieren an andere, aber du willst ja mich kennenlernen. Das heißt, ja, aber aufgrund des Kontinuitätsprinzips habe ich ein Video gedreht, sehr, sehr wichtig. Ich die letzten Jahre immer diese ersten 20, 30 Minuten kostenfrei angeboten habe, so ein Zoom-Call, um mich besser kennenzulernen, Klein Marketing, was ich mache, Experte für die Neukundengewinnung, Positionierung und Skalierung von IT-Businesses, ja, mache ich es auch weiterhin. Aber wenn ich es merke, schon in der E-Mail, oder musst du ein paar Informationen ausfüllen, oder ich dir eine Checkliste schicke und die ist nicht wirklich ausgefüllt und so weiter, oder ich sofort bis das Gefühl habe, oder ich check deine Webseite und so weiter und das Gefühl habe, ja, das ist, der meint es nicht richtig ernst oder da will mir jetzt nur irgendwie noch mehr kostenlose Informationen, wenn du kostenlose Informationen von mir willst, ja, da habe ich über 900 Videos auf LinkedIn, YouTube und Instagram und sonst irgendwo, ja, da brauchst du nicht meine 1:1 Zeit buchen, ja, dann lasse ich den Termin schon von vornherein ausfallen, ja, und auf der anderen Seite, und das ist hier meine präferierte Variante, für den auch der IT-Dienstleister, sprich meinen Kunden, dass wir sagen, wir machen ein Hybrid. Grundsätzlich, wie ich schon vorhin erwähnt habe, jeder Workshop ist kostenpflichtig. Und zwar in der Form, dass ich zumindest meine Kosten decke, also meine Opportunitätskosten. Ja, die Kalkulation muss sauber sein, sonst führt das früher oder später auf keinen grünen Zweig. Ich habe das schon so häufig erlebt. Ja? Und die Auswirkungen gibt es manchmal erst Jahre später. Ja? Also, aber, jetzt kommt das ganz große Aber, das ganz große Ausrufezeichen hier. Ich kann sagen, wenn dann aufgrund dieses Workshops der Kunde uns für das große Projekt bucht, ja, der Workshop ist 14.000 Euro, das große Projekt ist 150.000 Euro, 400.000 Euro, 600.000 Euro, 1 Million Euro, ja, dann verrechne ich diesen Workshop oder diese mehreren Workshops eventuell für 20.000, 30.000 Euro im Vorfeld, verrechne ich dann da irgendwie rein, sodass dann da so ein kleiner Discount entsteht. Okay? Und das ist die sogenannte Workshop-Hybrid-Variante und die finde ich gar nicht so verkehrt. Ja? Die Frage ist dann immer, okay, wie ist dann die Kalkulation am Ende? Ist es dann, okay, nicht irgendwie so ein kleiner Marketing-Gag? Mag sein, muss aber nicht sein, kann auch sauber durchkalkuliert sein, kann tatsächlich dann am Ende ein kleiner Rabatt sein und so würde ich es auch machen. Ja? Also ich würde jetzt nicht auch sauber so durchkalkulieren, dass letztendlich der Kunde tatsächlich diese Workshop-Komponente als Kostenfaktor letztendlich dann auch tatsächlich subtrahiert wird am Ende, sodass er dann tatsächlich auch einen kleinen Kosten, also einen kleinen preislichen Vorteil auch tatsächlich hat, wenn er dann das große, wenn er mir den großen Zuschlag dann eben gibt. Warum denn auch nicht? Ja? Wenn ich Aufträge mache von 6-, 7-stelligen Volumina. Ja? Okay, soweit so gut zu diesem Thema. 10 Minuten Video haben wir jetzt auch schon wieder rum, ja? Zu diesen 3 Wörtern. Ist aber ein sehr, 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 sehr wichtiges Thema und ich habe schon ein paar Videos dazu gedreht zum Thema Workshop und wie ist mein Einstiegsangebot als IT-Dienstleister, Softwareentwickler. Und da habe ich auch sehr, sehr viele Feedbacks erhalten, über YouTube zum Beispiel. Ja? Also deswegen habe ich dieses Feedback aufgenommen vom Markt sozusagen, von meiner Zielgruppe und sozusagen, dass es ein sehr, sehr wichtiges Thema ist für viele und habe eben nochmal dieses Video gemacht. Ich hoffe, es hat weitergeholfen und dann sehen wir uns eventuell im Zoom-Call, wenn nicht, dann eben nicht und dann weiter auf YouTube. Dann bis dann, dein Thomas Klein, ciao, bis zum nächsten Mal.